Hallöchen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Adam Jensen, gelernter Verfechter von Augmentierungen. Naja, zwangsläufig, da ich bis oben hin mit den Teilen Hey, vollgepumpt are bin. you able to get in to hear Tigert's speech? Mal schauen, vielleicht mache ich das. Ja, und William Taggart, genau den suchen wir, denn wir wollen ihn fragen, wo sich sein Assistent gerade befindet. Den wollen wir nämlich bezüglich einiger Verbrechen, mit denen er in Verbindung gebracht wird, befragen. Well, who are you to think you can just turn yourself into robots, abuse drugs, and then think you can function freely in our society? You and that asshole Tagger? Just try to take away my freedom and see what happens. Sehr gutes Argument, ne? Also, klar, die haben beide Pros und Cons. Hi. Hier ist, glaube ich, der andere Aufgang, ne, den wir gleich am Anfang hätten benutzen können. Oder vielleicht auch nicht. Ah, doch. Genau, ne? Hier hätten wir am Anfang gleich hochgehen können. Da unten rechts sind wir reingekommen. Hier reparieren sie immer noch die Rolltreppe. Ah, vielleicht können wir mit dem Mechaniker nochmal reden irgendwie. Ah, hallo. It is very commendable when someone like you shows interest in our work. Genau. You think they would actually work and not just sit there looking good? Damn budget cuts. So. Ja. Gut, schön hängen geblieben. Alle. Hopp. Hopp. Absatzweise springen wir hier die Treppe hoch. Einfach, weil wir es können. Aus keinem anderen Grund. Ja, und wenn man so geile Sprungkraft hat, wir haben es eben gesehen, muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht den Kopf stößt. Kann sehr einfach passieren. Da haben wir ihn, William Taggart. There's a riot going on, somewhere near the Seraph building. Echt? Davon habe ich noch gar nichts gehört. Delegate Badge required. Also wir brauchen eine Delegierten-Marke. Haben wir. Natürlich haben wir das. So, da hat das Spiel. You're kidding, right? Have you seen the size of those vents? You expect a contortionist or midget is going to try to assassinate Taggart? Don't get smart. Wer weiß. Backstage ist hier links. Genauso wie. Hi. Got a pass? Klar. Genauso wie die Toiletten. Hier können wir einfach drüber springen. Gar kein Problem für uns. Ja, die nächsten Schritte in der humanen Entwicklung bzw. Evolution. Da haben wir eine Kamera. Ja, wir gehen mal auf Toilette. Schauen uns hier mal um. Und wir haben es gerade schon gehört, die Lüftungsschächte hier sind angeblich zu klein. Ach, das können wir gar nicht mitnehmen, schade. Der hier ist zum Beispiel zu. Den können wir gar nicht benutzen. Aber die Leibwächter machen sich nicht so viele Gedanken darum. Stört ihr das, wenn wir hier auf die... Oh, wir waren gerade auf der Damentoilette. Also stört sie nicht, wenn wir auf die falsche Toilette gehen. Gut zu wissen. Und den Lüftungsschacht hier, den können wir doch benutzen, ne? Jo, den können wir benutzen. Und jetzt sind wir auf der gleichen Toilette, nur eben am anderen Ende. Hi. Okay, niemand hier. Also, und wo führt uns dieser Lüftungsschacht noch hin? Und warum benutzen wir ihn überhaupt? Ich meine, wir haben hier freien Zugang. Wow. Das ist ziemlich verzweigt.
So, ich schau mal kurz. Wir sind jetzt hier, ne? Hier sind wir reingeschlüpft, hier sind wir jetzt. Und dort sollen wir hin. Okay. Also sind wir hier schon mal ziemlich... Ups, richtig. Hier unten müsste er eigentlich irgendwo sich befinden. Vielleicht hier in diesem Raum. Und das erklärt natürlich auch, warum wir den Luftschacht benutzen sollten. Weil wir da wahrscheinlich nicht so einfach hinkommen. Okay, also hier müssen wir im Endeffekt hin. Gut zu wissen. Wenn wir eine Gasgranate hätten, könnten wir die wahrscheinlich darunter werfen einfach. Das probieren wir nachher mal. Das probieren wir nachher mal auf jeden Fall. So, hier sind wir vor der Toilette irgendwo. Viel Zeit haben wir also angeblich nicht mehr. Wo sind wir hier? Hier am Ende dieses Korridors. Ich vermute, hier durch diese Tür werden sie uns nicht lassen. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben ja immerhin diesen Backstage-Ausweis. So. Dann krabbeln wir mal wieder hier runter. Schauen uns hier noch ein bisschen um. Also über die Herrentoilette. Ja, da kommen wir scheinbar wirklich nicht rein, oder? Wir müssten eigentlich reinkommen. Denke ich mir zumindest mit unserem Backstage-Pass. Gibt es hier irgendwo noch was Interessantes? Wir schauen mal. Hier sind wir reingekommen. Ups. Was war das? So, dann sind wir hier gerade drüber gehopst. Und da drin scheint die Rede stattzufinden. Wir schauen mal. Human evolution is a fantasy, but that is exactly what I am telling you. As a world, where's your sidekick, Taggart? No. Oh. 6 months ago, Seraph Industries was attacked by mercenaries whose objective was to cripple our research. But I've learned the attack was just a smokescreen. Megan Reed's team was kidnapped, and Isaiah Sandoval, your personal aide, was involved. That is ridiculous. Ladies and gentlemen, I apologize for Mr. Jensen's intrusion, and I assure you that these accusations are without basis. Are they? This is Sandoval. Why are you calling me here? There's been a change of plans. Seraph's team must not make it to the hearing. But that's too soon! If you want me to remove the GPLs, I'll need a full operating suite. Does the facility have one? That's your man, Taggart. Talking about removing implanted GPL devices so that the people who took Seraph's scientists could cover it up. I see what's going on here. Seraph Industries has received two black eyes in the last few days. The first due to the shocking news coming out of Montreal that biotech companies are secretly participating in unethical super soldier experiments. And the second as a result of their violent escalation of today's peaceful protest. David Seraph and his corporate bedfellows are desperate and in imminent danger of losing the regulation vote, so this man has been sent here to attack my reputation. I'm right here, Taggart. Look at me. I admit, I wouldn't feel bad if your reputation was damaged in front of the press, since you've been doing the same to my colleagues for years. But that's not why I'm here. Seraph scientists are alive, and it's time for the truth to come out. The truth, Mr. Jensen, is that this recording of yours proves nothing. It could have been made by anyone in the world with a grudge against Humanity Front, and you are our prime suspect. Interessant. Also wir hatten hier so ein bisschen Eifer, ne? 1x3, 1x1, 2x2 Omega. Und wir schauen mal, er ist selbstbewusst, rational und scharfsinnig, okay. Also eher Alpha als Omega. Kann sich in Menschen hineinversetzen, um diese zu verstehen. Werden ihm Informationen vorenthalten, kann er diese nicht nutzen.
Ah, okay, cool. Versucht die Menschen auf seine Seite zu ziehen, um eine Debatte zu gewinnen. Seine Anschuldigungen müssen direkt zurückgewiesen werden, um keine Schwäche zu offenbaren. Okay. Also nicht das Thema wechseln, eher konfrontieren vielleicht. Hält sich für überlegen und weist seine Mitmenschen schonungslos auf deren Fehler hin. Persönliche Angriffe gegen seine Person verunsichern ihn und lassen ihn vorsichtiger werden. Aha, persönliche Angriffe, okay. Also Thema wechseln, schieben Sie nicht den schwarzen Peter zu. Seraph Industries wurde vor 6 Monaten angegriffen und Ihre Leute waren beteiligt. Oder diskreditieren. Sie haben Nerven, mich als Lügner zu bezeichnen. Oder leugne etwa ich meine Beteiligung an Entführungen und Morden. Oder wir sagen, konfrontieren. Sie haben recht, für eine Verurteilung reicht sie nicht, aber für einen Durchsuchungsbefehl, mehr will ich nicht, Taggart. Warum stehen Sie noch im Weg? Ja, ist ein bisschen komisch, ne? If you have nothing more to say, would you mind leaving, please? Seine Anschuldigungen müssen direkt zurückgewiesen werden. Das machen wir hier nicht. Oder? Ah, ja, wir konfrontieren ihn mal. You're right, it's not enough to get a conviction. But it's enough for a search warrant. It's all I want, Taggart. Why are you standing in the way? I'm not. I'm trying to protect... Look, Mr. Jensen. If you play that recording for the police, at best, they'll dismiss it. At worst, they'll tell you to seek counseling. So, why are you really here? We all know you suffered a terrible tragedy in the attack on Seraph Industries. Why can't you put it behind you? Ja, darum geht's ja nicht, ne? Also jetzt ist er Beta auf einmal, also er versetzt sich wirklich so in die Leute rein, ne? Aber mit dem Konfrontieren scheint richtig gewesen zu sein. Diskreditieren, wir können sagen, ich bin besessen, weil immer noch 5 Menschen vermisst werden und ein Angreifer nie für und ihre Angreifer nie für ihre Taten bezahlt haben. Oder wir sagen, mich interessieren nur die 5 Menschen, denen durch den Angriff ihr Leben gestohlen wurde. Sandoval weiß, wo sie sind, also wo steckt er? Oder wir sagen, sie haben recht, es war verdammt hart, nach der Operation das Leben zurückzufinden, aber ich habe es geschafft, es bringt uns ja gar nichts. Thema wechseln. Ich empfinde es gar nicht so als Thema wechseln, ne? Aber wir fragen ihn nochmal nach Sandoval. Mr. Jensen? I can worry about myself later. What's really important now is the 5 innocent people whose lives were stolen from them during that attack. Sandoval knows where they are. Now where is he? I want to help you, but I do have to draw a line. Ja, doch, das scheint richtig gewesen zu sein. I was a practicing psychologist before I devoted my life to ending the threat of augmentation. And I've seen this kind of behavior before. You're confused. You consider me your enemy, and you think the only way you can regain control is to defeat me in some way. You're wrong, I'm afraid. Ja, wir wollen ihn ja gar nicht vernichten, ne? Darum geht's ja nicht. Jetzt ist er schon wieder Alpha. So, wir können ihn diskreditieren. Also ich muss ihn nicht zum Feind erklären, Taggart, ne? Das wäre also jetzt ein direkter Widerspruch zu dem, was er sagt. Was sie tun, spricht für sich. Sie sagen, Humanity First wäre nicht gewalttätig, aber sehen Sie sich um. Natürlich ist es das. Ah, das wäre jetzt ganz cool an der Stelle, glaube ich. Oder wissen Sie immer, was die Mitarbeiter von Humanity First ihre Leute gerade machen? Naja, bringt's nicht. Sie wollen über Kontrolle reden, Taggart. Gut, reden wir über die Ihre. Wie ist es zu wissen, dass die eigenen Leute außer Kontrolle sind und immer brutaler vorgehen? Ah, das wäre auch ganz cool. Wir diskreditieren ihn mal. Mr. Jensen? Habe ich zu spät geklickt? I don't have to make you my enemy, Taggart. Your actions speak for themselves. You started the anti-augmentation movement, and now anti-augmentation terrorist groups are making headlines every day. You always say Humanity Front isn't violent. But look outside. We're seeing proof that it is. Mr. Jensen, the only one seeing proof of Humanity Front's involvement in attacks on Seraph Industries is you. No, that's why he's so good. Every speech I have ever given, every piece of documentation available, all of them clearly indicate the same thing. Humanity Front is committed to nonviolence. Anything less would dishonor the memory of my wife, whose murder was the direct result of augmentation addiction. Who are you to suggest otherwise?
So, mal sehen, ob wir das wieder hingebogen bekommen hier. Seit Sie sich zum Chef erklärt haben, sind Sie für alle Ihre Mitarbeiter verantwortlich, Sandoval. Hat Seraph Industries angegriffen und Sie verstecken... Sandoval hat Seraph Industries angegriffen und Sie verstecken ihn von mir. Sie sind kein Deut besser als er. Oder falls Sandoval in Megans Entführung verstrickt ist, hat er das Andenken Ihrer Frau mit Füßen getreten, um ihretwillen für... Und für das Wohl der Entführten muss ich wissen, wo er ist. Okay, oder wir sollten vielleicht... sollte Sandoval unschuldig sein, haben Sie nichts zu verlieren. Und falls nicht, wahren Sie Ihr Gesicht, indem Sie mir helfen. Mr. Jensen? Warum wollen Sie das nicht? Ja, wir versuchen das mal. But what's happening to Seraph Scientist is going on right now, and you have a chance to do something about it. You have nothing to lose if Sandoval's innocent. And if he isn't, you can preserve your reputation by helping me. Why won't you do that? Because I just can't believe Isaias would be guilty of this, but you're right. Whether he's guilty or not, I have to get to the truth. Marjorie would want it that way. Ladies and gentlemen, I apologize, but I'm going to have to beg your indulgence for a few moments more. If you will all please remain patient, I will return as soon as I can. Thank you. Mr. Jensen, I'll see you backstage. Yay, das scheint geklappt zu haben. Also da haben wir noch mal die Kurve bekommen jetzt gerade so. Silberzunge haben wir uns hier verdient und Achievement Unlocked, The Throwdown. Ja, da haben wir uns eine schöne Debatte hier. Ja, viele Leute sind ja nicht in diesem Saal, ne? Aber wir haben uns gerade eine schöne Debatte mit ihm geliefert. Ein kleiner Fehltritt war drin, aber den haben wir eigentlich in jedem Gespräch, ne? Aber am Ende haben wir es dann wieder umgebogen bekommen. Also, ach, die Bodyguards haben sich alle verzogen, okay. Also ich bin zufrieden mit dem Verlauf. Take a walk, buddy. Die mögen uns nicht. Okay, cool. Ich schaue nur, ob es hier irgendwas zu hacken oder zu klauen gibt oder keine Ahnung. Wow, you've got some nerve showing up here. Natürlich, Mann. Das ist meine Stadt. Ja, nicht direkt meine Stadt, aber es, ich meine, die Stadt gehört im Prinzip Seraph und wir arbeiten für Seraph, also meine Stadt. So. Wir machen nochmal hier diesen kleinen Umweg. Laufen mal hier durch die Tür durch. Und es sieht so aus, als wenn wir die Gasgranate gar nicht brauchen. Weil wir Taggart halt ja quasi im Rededuell. Oh, ich würde das alles voll gerne hacken. Aber dann mache ich natürlich die Leute hier auf mich aufmerksam. Ja, weil wir Taggart im Rededuell besiegt haben. So, ich hoffe, dass. Haut hin. Haut hin. Sehr gut. Ach, willst du da was? Falls wir hier noch Ärger verursachen, schneiden wir mal die Verstärkung ab. So, hier müsste es doch irgendwo auch so eine Luke oben geben, oder? Dachte ich. So, da kommt keiner durch, okay. Ist das eigentlich auffällig, wenn wir hier mit zum Automaten durch die Gegend rennen, oder? Ich weiß ja nicht. So, hier müssen wir irgendwie hin im Endeffekt. Vielleicht auch hier rein, keine Ahnung. Okay, hier ist der Bühneneingang. Wo hätten wir denn hier einen Fluchtweg? Wir hätten in dem Raum einen Fluchtweg. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, da hinten haben wir noch eine Treppe. Okay. Die ist natürlich auch ein geiler Fluchtweg. Und hier haben wir ein Treppenhaus. Als Fluchtweg. Any idea what's going on out there? Apparently it's settling down a little. Police have cleared the streets. I heard they were pretty aggressive. Yeah, I heard that too.
happy we don't have to go out there. Amen to that. All right, I'm gonna go back and make sure no one's sneaking around the halls. Ja, tut das bitte. Okay, hier kommen wir also noch weiter runter. Hier ist ein Lüftungsschacht. Boah, wie weit runter geht's denn hier? Ha, hier kommen wir in den... Oder? Wo? Nee, wo sind wir hier? Ich dachte, hier wären wir wieder im Hinterbühnenbereich. Ist aber gar nicht so. Aber hier können wir auch wunderbar lang sneaken. Da ist der Ausgang. Ist auch irgendein größeres Rolltor. Ups. Hier geht es dann in Richtung Ausgang schon, ne? Genau, Ausgang nach Detroit City. Hier ist das Treppenhaus. Und hier könnten wir mal hacken. Während er das chillt. Ich habe gesagt, während er da chillt, jetzt chill doch da. Dann könnte zumindest hier schon mal kein Alarm ausgelöst werden, falls irgendwas schief geht. Und ich gehe davon aus, dass was schief geht. Denn der Level hier sieht echt nach Schießen, Ballerei und so weiter aus. So, er schaut gerade weg. Sehr schön. Ja, relativ einfach hier. Das Teil. Auch ein relativ kleines System, ne? Also wenn wir hier auffliegen, dann wäre der Knoten relativ schnell bei uns. So. Inaktiv. Sehr schön. Schauen wir uns hier nochmal unter der Treppe um. Können wir den benutzen? Ups. Nee, können wir nicht. Den auch nicht. Gab es hier noch irgendwas? Wenn wir zur anderen Richtung rausgehen? Nee, da ging es gar nicht lang. Okay. Hatte ich nur noch im Hinterkopf, dass sich das da verzweigt hat, aber nicht mehr, dass sie eine Richtung blockiert war. So, okay. Dann haben wir hier noch einen Raum, in dem wir mal reingucken können, Abstellraum oder sowas. Ich stelle das mal kurz hier hin. Das bringe ich mal nach hier drüben. Den Credit Chip nehmen wir mit. Dann gucken wir nochmal. Hier hinter der Kiste gibt es nichts. Okay. Munitionskoffer. Puh, ja klar. Also Munitions- und Geldmangel herrscht hier eigentlich tatsächlich nicht in dem Spiel. Ja. Dorthin bitte, danke. So, und dann müsste es hier, das müsste jetzt der Raum mit den Leibwächtern sein. Genau, ne, da oben haben wir vorhin durchgeguckt. Commented on the images. I want the world to know that we at Taiyong Medical have not and never condone these experiments.
This company prides itself on maintaining a safe environment. Das ist ein E-Book. And an ethical approach to research at all times. We invite critics and members of the UN to tour our facilities firsthand. Können wir eigentlich, frage ich mich gerade, oder merkt das jemand? Gucken ja gerade alle fern. Scheint cool zu sein. Access granted. Ja, stört ihn nicht. Aha, sehr cool. So, dann haben wir jetzt also freie Bahn zu Taggart. Ich vermute, wir können da auch beinahe hochspringen und uns dadurch verkrümeln. Vagusnervstimulatoren, neue technologische Verwendungsmöglichkeiten. Aus einer Vorlesung von Hugh Darrow am Massachusetts Institute of Technology 2011. Uns allen sind Vagusnervstimulatoren und ihr Einsatz bei der Behandlung partieller Epilepsie ein Begriff. Dieses Jahr läuft der Patentschutz dieser Technologie aus, sodass wir uns an einem Punkt befinden, an dem die Einführung generischer Vagusnervstimulatorsysteme möglich ist. Der Vagusnerv kann künstlich dazu stimuliert werden, neuronale Plastizität im Gehirn hervorzurufen, ohne einen invasiven chirurgischen Eingriff nötig zu machen. Bei einer korrekten Anwendung stellt sich bei der Steuerung der Abgabe von Neurotransmittern des Gehirns Gewebes nur die Frage des Umfangs. Seit kurzem wissen wir, dass wir durch Neuromodulation des Immunsystems mittels der Abgabe von Neurotransmittern im Gehirn systemische Entzündungen mindern, Schnellheilung hervorrufen und sogar die Tätigkeit des Immunsystems steuern können. Auf dieser Grundlage sind wir mehr denn je davon überzeugt, dass das Immunsystem als eine Art aufladbarer Akku betrachtet werden kann. Cool. So ein kleiner Akku-Charge fürs Immunsystem würde ich auch nehmen. So, die gucken da, ne, haben nicht gemerkt, dass wir gehackt haben. Und hier hinter befindet er sich dann also, Mr. Taggart. Und mit dem reden wir in der nächsten Folge. Für heute sage ich danke fürs Reingucken, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.